Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und in diesem heutigen Video gibt es mal wieder einen kleinen Produkttest. Und diesmal geht es um das Loopdeck Plus. Viel Spaß damit! Ich habe dieses Loopdeck Plus zugeschickt bekommen und darf jetzt hier meine Meinung kundtun. Es ist auch meine ganz persönliche Meinung. Wenn du trotzdem ein Problem mit solchen Videos hast, dann würde ich dir empfehlen, jetzt einfach wegzuschalten, denn das würde nur deine Lebenszeit vergeuden. Ganz kurz vorneweg, ich werde jetzt hier ein bisschen was dazu sagen, wie mir dieses Loopdeck gefällt. Ich habe jetzt ein bisschen damit gearbeitet. Du wirst auch einen kleinen Eindruck dazu bekommen, weil ich natürlich mit dir ja auch ein Bild dann in Lightroom zusammen bearbeiten möchte. Fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist das Loopdeck eigentlich? Das Loopdeck ist eine Tastatur, die speziell für Lightroom mal konzipiert wurde. Inzwischen gibt es auch andere Programme, die unterstützt werden, aber man hat hier ganz viele verschiedene Regler, Drehknöpfe und so weiter, mit denen man in Lightroom arbeiten kann. Das hat den großen Vorteil, diese Maus, die brauche ich eigentlich nicht mehr und ich muss auch nicht mehr an der Tastatur am Computer rumfummeln. Denn ich habe hier ganz viele verschiedene Regler, wie zum Beispiel Exposure, also hier auf Deutsch Belichtung. Ich kann hier meine Schwarzwerte und meine Weißwerte hin und her stellen, genauso die Schatten und die Lichter, Klarheit, den Kontrast und so weiter und so fort. Es gibt hier für alles wirklich eigentlich einen Knopf, an dem man jetzt drehen kann. Und ich würde jetzt mal behaupten, ich habe jetzt ein bisschen damit gearbeitet, dass man tatsächlich damit schon etwas schneller ist. Also, das ist der erste Vorteil, den ich hier sehe. Man ist im Bearbeitungsworkflow ein Stück weit schneller. Gerade wenn man viele Bilder bearbeitet, und wenn ich jetzt viele meine, dann rede ich von hunderten Bildern, dann ist das Ding hier tatsächlich schon eine echte Waffe. Also damit kann man dann schon relativ viel Zeit sparen. Kommen wir als nächstes mal zur Verarbeitung, denn diese Tastatur kostet einiges. Aktuell kriegt man sie für 229 Euro direkt auf der Loopdeck-Seite. Das ist natürlich schon echt eine Menge Geld. Und ich habe mir natürlich auch vorher, bevor ich jetzt dieses Video gemacht habe, auch ein paar andere YouTube-Videos zu diesem Thema schon angeschaut. Und ich teile da die Meinung, die da auch die meisten vertreten. Für 229 Euro, ist das schon, naja, von der Verarbeitung her semi-professionell, denn es ist eigentlich alles Plastik hier. Und was ich jetzt auch festgestellt habe, was viele andere auch in ihrem YouTube-Video gesagt haben, das Ding wackelt ein bisschen. Ja? Also es ist nicht komplett gerade ausgerichtet. Es hat hier unten drunter diese Noppen, damit es eigentlich relativ stabil auf dem Tisch stehen soll. Aber trotzdem, wenn ich es jetzt hier so hinlege, dann wackelt es etwas. Und das ist ein Problem, was offensichtlich nicht nur bei einem Loopdeck vorkommt, sondern was offensichtlich bei jeder Tastatur der Fall ist. Und das ist dann etwas, wo ich sage, für 229 Euro müsste man eigentlich ein bisschen mehr Qualität erwarten. Gut, wenn man jetzt darüber hinwegsehen kann, dann kann man sich das natürlich trotzdem kaufen. Der zweite Punkt, der mir nicht gut gefällt, ist, wir haben hier ein Kabel. Ich für meinen Teil würde tatsächlich eine kabellose Tastatur bevorzugen, einfach weil ich auch viel unterwegs bin und man könnte sich das Ding ja theoretisch auch in den Koffer packen. Aber ich muss sagen, ich bin echt kein Kabelfreund mehr. Also mein Schreibtisch, ich liebe es eigentlich, wenn so ein Schreibtisch hier sehr ordentlich aussieht. Und ich habe auch schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren keine Kabeltastatur mehr, sondern wenn ich dann am großen Rechner bin, dann arbeite ich eigentlich immer mit einer kabellosen Tastatur. Und genauso würde ich mir das eigentlich hier auch bei dem Loopdeck wünschen. Vielleicht ist das ja ein Update, was in Zukunft danach rauskommt. Okay, jetzt haben wir ein paar negative Punkte aufgesagt. Jetzt lass uns doch mal zu den positiven kommen. Ich habe dir ja schon gesagt, wir haben hier eine Tastatur, die auf Lightroom speziell wirklich gebaut wurde und wir damit einfach auch schneller sind. Und ich würde jetzt einfach mal hier ein Bild bearbeiten. Ich habe mal eins rausgesucht hier. Das habe ich im Berliner Olympiastadion fotografiert zu einem Heimspiel von Hertha BSC. Wer es nicht weiß von euch, ich arbeite ja auch bei Hertha BSC, betreibe dort den YouTube-Kanal mit ein paar Kollegen zusammen. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ja, und da habe ich an dem Tag ein paar Fotos auch gemacht, weil das Stadion ausverkauft war. Und da möchte ich jetzt einfach mal mit dir zusammen dieses Bild bearbeiten. Und ich kann das hier komplett mit dieser Tastatur machen. Fangen wir einfach mal an. Ich will zum Beispiel hier die Belichtung ein bisschen nach oben drehen und du siehst, wenn ich jetzt hier an diesem Exposure-Regler hier drehe, dann wird das Bild hier auch heller und du siehst es auch am Bildschirm, dass hier tatsächlich dann sich auch dieser Regler hier verschiebt. Ja, also das geht schon sehr, sehr gut. Ich kann das hier wirklich auch sehr genau machen in 0,5 Schritten. Ja, wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, dann resettet das Ganze. Also auch das ist sehr, sehr schön. Ich kann also jederzeit auch das Ganze wieder zurücknehmen. Und natürlich, wenn ich jetzt ein bisschen schneller hier werde und vielleicht auch mal irgendwo schon weiß, wo so ein bisschen die Regler sind, dann kann ich hier sehr, sehr schnell tatsächlich auch dann
arbeiten. Ja, also hier die Tiefen ein bisschen noch aufhellen, die Lichter schön ein bisschen runterregeln hier. Es war also schon fast Sonnenuntergang. Jetzt kann man hier noch die Schwarztöne ein bisschen runterregeln, die Weißtöne ein bisschen nach oben. Und du siehst schon, ich arbeite hier mit zwei Händen. Das heißt, man kann das Ganze hier auch wirklich relativ schnell bearbeiten. Von der Farbtemperatur mache ich es ein bisschen wärmer noch. Es war Sonnenuntergang, ja, auch die Tonung so ein bisschen mehr Richtung Magenta. Und so gefällt mir das schon ganz gut. Jetzt haben wir hier oben die HSL-Tabelle. Ich habe hier also für jeden einzelnen Farbkanal jeweils nochmal ein Drehrädchen. Und ich kann jetzt hier zwischen Hue, Saturation und Luminanz hin und her schalten, also zwischen Farbton, Sättigung und Helligkeit. So, und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, aktuell steht das Ganze hier auf Hue, also auf Farbton. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel den Rotton ein bisschen verschieben. Oder den Gelbton, den könnte ich ein bisschen weiter Richtung Orange schieben zum Beispiel. Ja? Und den Orangewert, den schiebe ich auch noch ein bisschen weiter Richtung Rot. So, und jetzt kann ich das Gleiche mit der Sättigung machen. Die Sättigung von den Rotwerten hier will ich ein bisschen runterdrehen. Genauso die Orangewerte. Ja, nicht zu doll, aber so ein bisschen. Die Gelbwerte können noch einen kleinen Tick runter. Die Blauwerte können ein bisschen weiter nach oben. Wir sind ja hier bei HTBSC. HTBSC ist blau-weiß. Ne? Da können wir die Blauwerte ein bisschen mehr betonen. Sehr schön. Und dann gehe ich auf die Luminanz und werde jetzt hier auch die Blauwerte nochmal ein bisschen weiter nach unten regeln. Das heißt, das Blau ein bisschen weiter dunkler machen hier noch. Genauso die Aquamarintöne. Und das gefällt mir so schon ganz gut. Ich habe jetzt hier auch ein großes Kontrollrad. Wenn ich das jetzt hier einmal drehe, dann aktiviere ich hier automatisch den Crop. Und jetzt kann ich hier relativ großzügig hier auch das Bild drehen. Das werde ich jetzt hier einfach mal tun. Das sind jetzt hier 0,8 Grad Schritte, die ich nehmen kann. Ich kann das Ganze aber auch mit der Funktionstaste hier zusammen noch klicken und dann kann ich hier auch in kleineren, also 0,5 Schritten arbeiten. Ja, also ich kann das hier auch tatsächlich dann relativ genau ausrichten, so wie ich das gerne hätte. Ich gucke jetzt hier mal ungefähr so und jetzt klicke ich einmal auf das Rad hier wieder drauf und dann ist das auch fertig gedreht. Ich habe hier außerdem weitere Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel Schritte einzeln zurückgehen. Ich kann Schritte wiederholen. Ich habe hier oben auch die Möglichkeit, mir einzelne Presets hier draufzulegen. Also kann ich dir jetzt mal zeigen zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einfach mal ein Preset anwende, dann, ja, das ist jetzt mir zum Beispiel mal ein Preset, da müsste ich auf jeden Fall mal die Helligkeit hier, also die Belichtung ein bisschen nach oben drehen, ja, damit das einigermaßen wirkt. Sieht aber auch zum Beispiel ganz cool aus. Ja. Oder ich nehme mal das Preset hier. Auch hier könnte man jetzt noch ein bisschen was an der Belichtung drehen. Das Foto ist relativ dunkel aufgenommen worden, weil es halt ein Sonnenuntergang war. Aber ich kann jetzt hier einfach mir auch selber meine Presets drauflegen und kann dann die auch ganz einfach hier anwenden. Genauso gut kann ich hier auch nach Farben bewerten oder aber auch nach Sternen. Du siehst jetzt aktuell, habe ich hier zum Beispiel dem Bild 3 Sterne gegeben. Wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, dann hat das ganze Bild noch 2 Sterne oder jetzt zum Beispiel 4 Sterne. Ich kann auf der Taste hin und her wechseln, dass ich zum Beispiel auch Color Ratings nutzen möchte. Also wenn ich dem ganzen Bild jetzt zum Beispiel das Gelb versehen möchte oder Grün, dann kann ich das jetzt hier tun und dann switche ich wieder zurück und kann jetzt wieder in die Sternebewertung gehen. Dann kriegt es wieder 3 Sterne. Ja, auch das ist möglich. Ich habe hier Copy und Paste, ganz normal, wie auf einer normalen Tastatur auch. Ich kann hier auch das ganze Bild ganz schnell in ein Schwarz-Weiß-Bild verwandeln. Auch das ist möglich. Mit einem Klick wieder zurück wird es wieder ein farbiges Bild. Ich habe hier eine Vor- und Nachher-Ansicht. Da kann ich dann also einmal draufklicken und dann siehst du, wie das Bild vorher aussah und wie es jetzt danach aussah. Ich kann genauso gut in den Screen-Mode reingehen. Das bedeutet, dass ich jetzt hier mein Bild im Fullscreen-Modus angezeigt dann bekomme. Und dann hast du das hier auch im Vollbild drin. Gehe ich wieder raus. Genauso gut habe ich hier noch einen Export-Button. Ja, auch damit kann ich gut arbeiten, denn ich kann dann ganz schnell hier in den Export-Katalog reingehen und lauter solche Geschichten. Also das ist schon sehr, sehr schön, diese Tastatur. Man kann hier wirklich eigentlich alles damit machen. Ich habe auch hier die Möglichkeit, die Frage wird jetzt vielleicht noch kommen, ja, was ist denn, wenn ich jetzt mit selektiven Werkzeugen arbeiten möchte? Ich kann diese selektive Werkzeuge hier mit L1, L2 und L3 aktivieren. Also jetzt hier zum Beispiel gehe ich mal rein und habe den Pinsel aktiviert. Ich kann jetzt hier auf L2 klicken, dann habe ich den Radialfilter aktiviert und auf L3 aktiviere ich dann den Verlaufsfilter. Da kann ich dann jetzt auch hier wieder meine Einstellung machen mit den Drehrädchen und dann müsste ich natürlich trotzdem noch einmal den natürlich aufziehen. Das muss ich mit der Maus machen, aber ansonsten habe ich hier die komplette Möglichkeit mit dem Loop Deck. Jetzt wird natürlich auch noch die Frage kommen, naja, kann ich dann hier mir eigentlich so die Tasten auch noch selber belegen? Ja, auch das ist möglich und dazu gehe ich jetzt hier einfach mal unter Hilfe, Zusatzmoduloption, Loop Deck Setup und da habe ich jetzt hier auch die Möglichkeit, mir meine Einstellung so festzulegen, wie ich das gerne hätte. Du siehst jetzt hier auch, das ist das Device Loop Deck Plus, ist das aktuelle. Und ich kann jetzt hier auch die verschiedenen Programme auswählen, die im Moment supported werden. Also das ist zum einen
Lightroom, wir haben Aurora HDR und wir haben auch Capture One. Und es gibt auch seit neuestem, das habe ich jetzt hier noch nicht drauf, das Ganze auch für Premiere Pro. Ja, also auch da kann ich mein Color Grading inzwischen mit dieser Tastatur hier machen. Und jetzt möchte ich zum Beispiel hier einfach mal sagen, ich möchte die C3 und die C4-Taste anders belegen. Und dann kann ich jetzt hier reingehen und mir wirklich ganz viele verschiedene Sachen aussuchen, die da passieren sollen. Ich könnte Bilder zum Beispiel selektieren, ich könnte hier auch verschiedene Sachen einstellen, Keyboard, Shortcuts und so weiter. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, wie ich diese Tasten jetzt hier belegen kann im Endeffekt. Das ist schon echt richtig cool. Genauso kann ich jetzt auch die Funktionstaste hier noch dazu aktivieren. Dann ändert sich das Ganze nochmal. Also wenn ich diese Funktionstaste hier klicke, dann kann ich auch diese Tasten jeweils doppelt belegen. Und das ist schon eine sehr, sehr coole Sache. Das habe ich zum Beispiel hier aktuell drin. Wenn ich jetzt hier die Klarheit einmal hochdrehe und wenn ich jetzt die Funktionstaste dabei drücke, dann ist das der Dunst-Entfernregler. Also auch das ist möglich. Einmal Klarheit mit Funktionstaste ist es Dunst-Entfernen. Du siehst also, wir haben eine ganze Menge Möglichkeiten mit diesem Loop Deck. Jetzt musst du einfach für dich selber entscheiden, ist es mir das wert? Ist es 229 Euro wert? Ich würde jetzt mal, das ist meine ganz persönliche Meinung, ich würde behaupten, für einen Hobbyfotografen ist es das nicht wert. Wenn du Fotograf bist und sehr, sehr viele Fotos bearbeitest und auch sehr viel mit Lightroom arbeitest und dir vorstellen kannst, dass das ein schöner Workflow für dich ist, dann kannst du darüber nachdenken und dann ist das mit Sicherheit auch eine schöne Sache. Ich muss sagen, ich habe jetzt dieses Loop Deck zugeschickt bekommen. Ich habe dafür jetzt kein Geld ausgegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich mag es, damit zu arbeiten, weil es einfach vom Workflow her wirklich schön ist. Ich habe ja hier auch noch die Tasten, die Pfeiltasten zum Beispiel. Ich kann zwischen verschiedenen Fotos noch hin und her wechseln. Ja, auch das ist möglich. Und da habe ich jetzt natürlich schon den gewissen Vorteil, dass ich jetzt hier schneller bin. Aber ob das jetzt für alle so zutrifft, das kann ich dir in dem Fall jetzt nicht sagen, beziehungsweise würde ich eher sagen, nein. Es ist eine schöne Sache, es ist wirklich eine schöne Spielerei und wenn man es hat, dann will man es auch nicht mehr missen. Aber ob jeder bereit ist, dafür 229 Euro auszugeben, das entscheidet ihr. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen dazu hast, dann kannst du sie gerne unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht habe ich ja jetzt irgendwas Wichtiges hier vergessen. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Kanal abonnierst für weitere Videos. Und dann würde ich dir jetzt sagen, einfach nur noch viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.